Jetzt sind Mike und Mark hier. Das sind zumindest zwei Drittel des Music Instructor. Zur Booyah Family gehört ihr ja nicht. Ihr habt euch eure eigene Family mitgebracht. Wer sind denn das? Ja, das ist die Music Instructor, The Boys, Lunatics haben wir mitgebracht. Also das sind unsere Favorites, unsere Künstler. Ja. Und kann man sagen, ist das die Triple M Family? Weil ihr seid ja das Produzententeam Triple M. Das ist der größte Teil der Triple M Family, das ist richtig. Wer gehört da noch zu? Da gibt es noch den Mark, den dritten Mark im Bunde, und dann gibt es noch ein paar Acts, die gerade frisch produziert auch demnächst auf dem Markt erscheinen werden. Da gibt es noch eine Sommernummer, die kommt demnächst. El Caballero wird die heißen. Und mehr kann ich noch nicht verraten, aber das ist schon genug im Moment. Große Geheimnisse beim Enjoy the Dance Palace. Wir haben ja gerade Breakdancer gesehen. Das waren ja die Flying Steps vom Music Instructor. Jetzt ist der Music Instructor ja gar nicht so greifbar, dass man sagen kann, das ist der Music Instructor. Das ist, erklär das mal. Wer ist das? Ist das Luft? Sind das drei? Sind das zehn? Also kurz zur Entstehung. Music Instructor, den Namen gibt es seit 2 Jahren. Wir haben schon vor 2 Jahren einen relativ hohen Charterfolg gehabt hier in Deutschland. Auch eine Top-10-Nummer. Das war bei mir so Techno-Dance. Dann hatten wir Probleme mit unserer Tonträgerfirma, das will ich nicht länger erläutern. Mhm. Haben dann gesagt, okay, wir stoppen das Projekt. Haben jetzt gesagt, es ist Zeit, weil die Verträge ausgelaufen waren, das wieder zu starten. Und durch Zufälle sind wir auf Break gekommen. Wir haben auch die Tänzer durch Zufälle kennengelernt. Das ist alles so ein Ergebnis auch der Zeit im Moment. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns eine Nummer machen in der Richtung. Und so ist der Act jetzt praktisch wieder ein Studioprojekt, wo wir immer wieder neue Leute featuren. In dem Fall sind es die Flying Steps. Demnächst kann es aber auch ein Rapper sein, ein Sänger sein. Wir wollen das einfach frei halten. Ja, ihr wollt euch einfach frei halten. Und wie lange werden die Flying Steps dabei sein? Wir kennen sie ja vom Streetball. Wir haben sie ja schon mal gesehen. Sie haben ja auch schon viel getanzt. Die Jungs, die da sitzen auf der Couch, ja, die waren schon beim Enjoy Radio Adidas Streetball dabei. Wie lange werdet ihr jetzt mit denen, die werden ja bei euch bleiben und quasi den Music Instructor als fürs Auge auf der Bühne präsentieren, ne? Solange die Flying Steps Lust haben und die Musik zu der Art und Weise des Tanzes passt, in dem Fall Break und Electric Boogie, werden wir auch zusammenbleiben. Wir sind ein gutes Team im Moment, wir verstehen uns gut, es macht Spaß. Und solange die Musik mit den Tänzern harmoniert, werden wir auch weiter arbeiten. Auf der Bühne tut sich jetzt schon wieder einiges. Es sind als nächstes dran Basis, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Okay. Yeah.